Ja, ich habe Baumsamen gefunden, indirekt. Aber das ist nicht die Größenordnung, die ich bräuchte. So, da hinten komme ich nicht ran. Das ist okay. Der da macht eine zu große Lücke. Also, es ist jetzt nicht für die aktuelle Bedrohung. Die aktuelle Bedrohung schafft es nicht, durch auch nur eine einzige Mauer durchzukommen. Das ist jetzt nur für den Fall. Und ich werde hier auch Platz machen müssen für die ganzen Poles und Türme. Das mit der Dreifachmauer ist echt nur für den Fall, dass irgendwann wieder so ein Evolutionssprung kommt und dann irgendwelche Riesenviecher vor der Tür stehen. Dafür hätte ich echt ganz gerne einmal drumherum Dreifachmauer und überall Dreiersätze an Türmen. Was sieht hier schon, ja, sehr gut aus. Und da oben ist der Stöpsel, der ist definitiv gut genug verteidigt. So, Muster weiterlegen. Dahin. Dahin, dahin, schön. 1, 2, 3. Ja, genau da und da. Weg mit dir. Bis zu deiner eigenen Sicherheit, sonst wirst du auch zerstört. Und damit hätten wir schon Abschluss. Sehr schön. Damit wäre auch jetzt der Südwesten wieder einigermaßen sicher. Die Sache mit dem Stromverbrauch eben gerade, diese kleinen Spikes, die zwischendurch aufgetaucht sind, daran sollte ich aber arbeiten. Hatte ich auch schon ein, zwei Mal erwähnt, dass ich ganz gerne einen Strompuffer hätte. Habe mich ja bisher nicht drum gekümmert. Vor allem, weil wir dafür wieder Batterien brauchen. Aber ja, das kommt dann auch mit auf die Liste mit Dingen, die erledigt werden müssen. Aber ein Punkt, den ich jetzt schon mal abgehakt habe, was ich diese Folge machen wollte. Die Türme sind komplett, die Mauer ist komplett. Es gibt da außen ein Feld, das noch fehlt, aber dazu müsste ich dann die Mauer wieder abreißen und rumlaufen. Was weiß ich, das ist okay. Mauern stehen, Türme stehen. Gucken wir jetzt zu den anderen Problemen. Andere Probleme sind Tränke, also hellblaue Tränke, der Kupfermangel. Den Kupfermangel kann ich mir jetzt mal angucken. Weil es ist ja kein direkter Mangel, es war nur eine Falschverteilung. Weil ich halt diese Kiste unten voll haben wollte. Einfach nur, weil es. Es ist ein schöner Anblick, Kisten voll Metall zu sehen. Das spricht der Zwerg in mir. Aber ja, das sieht schon viel besser aus. Sehr, sehr gut. Alle am Arbeiten. Hier kriegst du noch mehr Dreck. Und die haben Speed-Module 2. Ja, die brauchen aber auch keine schnelleren, nicht wirklich. Effektivitätsmodule wollt ihr nicht, ne? Ne, wollt ihr nicht. Hier, nimm mal ein paar Speed-Module. Das sollte dann aber echt reichen. Weil das wird ja auch wieder abnehmen, der Zustrom da. Das ist okay. Beim Eisen sieht es auch gut aus. Es arbeitet allerdings auch nur ein so ein Ding. Trotzdem haben wir einen Stau und trotzdem haben wir hier ebenfalls einen Stau, weil ich die Kiste halt unten ausgemacht habe. Und auch beim Kupfer haben wir jetzt einen Stau. Ich sehe gerade, wir haben hier keine halben Ärmchen, ne? Ganze Ärmchen. Mach mal. Ganze Ärmchen. So. Das heißt, Kupfer staut sich jetzt auch hier wieder, wie es sich stauen soll. Stahl übrigens auch ein wenig. Das nehme ich mal mit. Sehr gut. Und dementsprechend sollten wir jetzt hier oben auch keine Probleme mehr haben. Genau. Draht wird nicht abtransportiert. Okay, das können wir beheben. Du da, da, du da, da. Oh ja, oh ja. Das sieht schön aus. Zack, 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 zack. Hier, Eisenplatten. Kriegst nicht schnell genug Zeug, kann das sein? Ja, kann sein. Du brauchst ganz schnelle rein. Überall ganz schnelle Reinleger. Wie ist mit Rauslegern? Nö. Rausleger ist nicht so das Problem. Kupfer reinleger ist das Problem. Du? Ich kann da gar nicht richtig hingucken. Was schmeißt du rein? Kupferdraht, ne? Ja, ich habe da gerade so Kupferdraht langhuschen sehen.
Ja, das klappt alles soweit. Nee, okay. Das wird dazwischen gepuffert. Die legen das Instant rein und wieder raus. Die Chips stauen sich jetzt auch leicht hier. Das heißt, der müsste eigentlich durchgehend die haben. Jetzt bekommt er allerdings keine Ärmchen. Warum bekommst du keine Ärmchen? Weil das Ärmchen da unten zu langsam ist. Okay, das ändern wir mal fix. Jetzt haben wir wieder ein Problem mit den Chips. Aber es sollte nach und nach besser werden. Nö, nicht wirklich. Es wird hier gerade nicht wirklich schneller. Die sind nur 5% Produktivität. Ich muss hier wohl doch auf Speed-Module gehen. Ist ein wenig zu Lasten unserer Ressourcen. Aber nicht so extrem. Wir könnten grüne Chips auch gießen. Problem wäre dann allerdings wieder... Obwohl, warte mal. Können wir das jetzt schon gießen? Kann ich das hier irgendwo nachgucken? Das müsste, wenn denn hier, glaube ich, mit aufgeführt werden. Nee, müsste erforscht werden. Wenn wir Chips gießen können, bald, demnächst, dann bräuchten wir weder die Drahtproduktion hier, noch die Chipsproduktion hier, noch die Kiste da. Das heißt, wir hätten denn hier richtig schön viel Platz, um die ganzen Flüssigmetalle hierher zu bringen. Das könnte man wirklich machen. Also ich hatte ja überlegt, zum Beispiel hier das mit den Eisenzahnrädern, das auch mit Flüssigkeiten zu regeln, aber hier war nicht genug Platz. Und ich kann keine Ärmchen gießen. Aber hier ist es ja ein kompletter 2x2 Block, der nur dafür da ist, stell bitte grüne Chips her. Das ist dann viel einfacher zu ersetzen als so einen halben Block. Ja, ja, schön, okay. Kommt mit auf die Forschungsliste. Ärmchen sind da, Ärmchen sind da. Trotzdem sind nicht genug grüne Ärmchen hier. Du hast keine Batterien. Oh, stimmt. Ich habe vergessen, das hier runterzusetzen. Du gehst nach da, du gehst nach da, du gehst nach da und du kriegst hier ein Ärmchen. Oh, sehr gut. Und hier, kleine Starthilfe. So, das heißt, da kommen jetzt noch mehr blaue Tränke. Gut. Die Fabrik hier arbeitet allerdings nicht so viel, weil sie halt keine grünen Ärmchen mehr bekommt. Du brauchst grüne Chips. Da sind grüne Chips. Nimm. Das ist so krass. Also ich hoffe mal, das Gießen von grünen Chips geht wesentlich schneller als eine MK3-Maschine mit den Modulen hier drin. Aber ich bezweifle es irgendwie. Ich denke, die gegossenen Chips sind wieder nur effektiver, was die Ressourcen Anschaffung angeht. Und nicht, was die Geschwindigkeit angeht. Und dann hätten wir wieder ein Problem. Aber das können wir ja gleich gucken. So, wir können jetzt bessere Pumpen, bessere Rohre, bessere Maschinen, also Steam Engines, Offshore-Pumps und Boiler herstellen. Das ist gut. Jetzt haben wir aber eine ganze Liste von Dingen, die ich noch erforschen wollte. Ich wollte erforschen, dass ich ein größeres Inventar habe und eine größere Toolbelt. Ich wollte erforschen, dass ich mehr Logistik-Slots habe, damit ich besser befüllt werden kann von den Robotern. Ich wollte die Robotergeschwindigkeit erhöhen, ich wollte die Cargo-Size erhöhen. Ich wollte erhöhen, dass wir die Schilder herstellen können, damit wir eine Chance haben, die Gegner endlich mal anzugreifen, was wir bald müssen, was wir auch bald sollten, bevor die nächste Stufe an Gegnern kommt, die wir dann irgendwann gar nicht mehr töten können. Außer die Lasertürme. Und die gegossenen Chips zum Beispiel. Tanks hätte ich eigentlich auch noch ganz gerne und so weiter und so weiter. Aber ich denke, das hier ist wirklich das Wichtigste. Energieschilde und die Batterien. Was wieder Batterien braucht, aber das ist dann halt so. Das Ding braucht wieder Alien-Artefakte, das können wir wieder knicken. Also, Batterien erforschen bitte. Noch ein Vorteil davon, es braucht keine blauen Tränke und die können sie erstmal puffern. So, euch schnipp ich mal raus und euch hau ich mal rein. So, plus 160% Geschwindigkeit. Da kommt jetzt kein Ärmchen mehr hinterher, richtig? Ja, kommt kein Ärmchen hinterher. Wir haben schon die schnellsten Ärmchen, die reinlegen.
Habe ich noch ein sehr schnelles Ärmchen? Ja, nimm mal ein sehr schnelles Rauslegärmchen. Sieht nämlich schneller aus als vorher. Kommt hier auch mehr an? Nö. Ein bisschen vielleicht, aber nicht wirklich merklich. Okay, das heißt, wir müssen die Drahtmenge erhöhen, die auf dem Fließband liegt. Oder wir müssen die Fließbänder noch schneller machen. Oh, stimmt, das wollte ich auch noch machen. Logistik 3 für schnellere Fließbänder und für die besseren Ärmchen. Die brauchen dann Lubricant, ja, das ist okay. Aber nee, jetzt erstmal Schild forschen. So, du kannst auch nochmal schneller laufen. Mal 4. Woran hapert es bei euch? Nur an der Geschwindigkeit selber. Ja, da arbeiten wir jetzt ja gleich dran. Das ist okay, bei dir genauso. Ja. Aber sobald wir da gleich Speedmodul reinhauen, werden wir wahrscheinlich auch hier schnellere Reinlegärmchen brauchen. Rausleg, dann wahrscheinlich auch. Hm? Das müssten dann sehr schnelle halbe Ärmchen sein. Hm. Ja, mal gucken. Ja, das lassen wir jetzt mal laufen. So oder so müssten wir schon mal, was die Geschwindigkeit der hellblauen Trankproduktion angeht, ein bisschen was geschafft haben. Der versucht hier immer noch auszugleichen, das ist okay. Roboternetzwerk müssen wir auch noch erweitern. Können wir jetzt aber auch nicht so viel dran machen. Kupfer sieht okay aus, das sieht okay aus. Gut, was wollte ich noch machen? Die Batterien und die Schilde für die modulare Rüstung. Und die modulare Rüstung selber. Die sollte ich auch noch gleich erforschen. MK2-Schilde. Ja, geht. Brauchen wir keine Alien-Artefakte für. Die werden ewig dauern aufzuladen, aber theoretisch geht das. Batterien MK2. Haben wir die Solarpanel schon? Warte mal kurz. Da was fallen die? Waffen, ne? Ja, da sind die Solarpanels. Können wir denn normale Solarpanels herstellen? Nee, ne? Wir können tragbare herstellen, aber wir können keine normalen herstellen. Okay, also müssen wir erstmal normale Solarpanels erforschen. Da. Gut, Research. Ach ja. So, blaue Tränke kommen. Das läuft, das läuft, das läuft. Die Module sind in Arbeit. Die Dinger werde ich jetzt alle nach und nach ersetzen durch MK4. Damit die Stromspitzen ausgeglichen werden können. Und wir nähern uns ja doch langsam wieder Problemen hier. Und ich wollte Batterien klauen gehen für die Strompuffer. Hier sind Batterien. Her damit. Da. Das sind noch die ganz normalen Akkus. Da wollte ich auch eine Stufe höher erforschen, aber ich denke, die reichen jetzt erstmal. Also suche mir irgendwo eine ruhige Stelle und da mache ich dann einen Block mit Akkus hin und dann ist gut. Eisenplatten fehlen. Ja, habe ich ja auch. Ich habe alles hier. So. Ja, ganz... Oh. Hab da schon über 50. Ja, es könnte reichen. Machen wir mal hier hin. Lalala. Das können wir auch alle später schön mit Blaupausen machen. So. Nein, nicht ein. Ich weiß nicht, ob das reicht für einen so einen Angriff. Aber so oder so hilft es schon mal, einen kleinen Puffer anzulegen. Ja, brauchen wir eine Weile zum Füllen. Aber trotzdem, dass die durchgehend gerade befüllt werden, kommen unsere Steam Engines hinterher. Das ist ein gutes Zeichen. Wofür brauchten wir noch Batterien? Für die Schilde?
und für die Batterien da. Wir brauchen auch blaue Chips. Ich denke, das sollte ein Projekt sein für die nächsten Folgen. Dass wir hier unten blaue Chips herstellen können. Und schon mal vorbereiten, dass wir die schnellen Fließbänder auch hier herstellen. Die brauchen ja auch Lubricant. Allgemein, wie schaut es aus mit dem Leichtöl und dem Schweröl? Schweröl ist immer noch voll. Das Ding ist immer noch durchgehend am Rödeln, ha? Huh? Jo. Okay, das müssen wir noch kurz erweitern. Bau bitte noch eine Chemik. Achso, haben wir schon. Stopp. Da, Chemik geplant. Nicht direkt daneben. Das ist wieder unpraktisch wegen Verbindung. Passt das da noch irgendwie anders hin? Ah, das kriegen wir schon hin. So, du bist jetzt Schweröl? Ach, das geht nicht. Du mach bitte aus Schweröl Leichtöl. Das heißt, da muss Wasser hin. Das heißt, du gehst da runter, kommst da hoch, gehst da durch, du gehst da runter, gehst da hoch, gehst da rein. Du machst einen Schritt nach vorne, gehst da runter, um dich damit zu verbinden. Und du gehst dahin nach da und verbindest dich so. Alles super? Alles super. Boah, zwei neue Stellermodule. So. Ich hoffe mal, das hilft jetzt und ist auch nicht zu viel, weil wir brauchen ja auch durchgehend Schweröl. Das ist nicht das Problem. Ich habe dann das Gefühl, wir stellen zu viel Schweröl her, das gar nicht verballert wird. Aber wir haben ja auch keine wirklichen Abnehmer dafür, ne? Nö. Ja, gut. So, das ist jetzt auch wieder ein wenig mehr entschärft. Das hier füllt sich noch schneller, noch mehr. Wir haben keine Probleme, dass sich hier irgendwas nicht mehr puffert. Genau, das füllt sich wieder. Und jetzt. Nächsten Folgen blaue Chips. Und ich darf nicht vergessen, wofür die MK2-Module waren. Wofür waren die? Ah, für oben die Drahtproduktion, glaube ich, war es. Da huschen wir noch schnell hin. Hier. Zack. Oh, es geht. Also die Rauslegärmchen reichen jetzt nicht mehr. Very fast. Wir haben keine very fast halben. Das heißt, du nimmst mal einen davon bitte raus und tust einen davon bitte hier rein. Und dann reicht das hoffentlich. Das ist fertig mit der Forschung, das ist gut. Dann geh bitte auf bessere Batterien. Research. So, und ich mache jetzt eine kleine Pause und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich mich um die blauen Chips kümmere. Also bis dann.